Das ist ein Bleistift. Aber aus was ist ein Bleistift gemacht? Die Mine des Bleistifts besteht aus Graphit und Ton. Das Äußere des Bleistifts besteht aus Holz. Die sichtbare Mine nennt man Bleistiftspitze. Aber wieso heißt es Bleistift? Das liegt daran, dass man Graphit im 19. Jahrhundert für Blei bzw. Galenit gehalten hat. Ha, langweilig. Mit einem Bleistift kann man aber sehr viel anfangen. Zum Beispiel Wörter schreiben, tanzen, zeichnen, trinken, rechnen. Wenn das für dich schon langweilig ist, dann müsst ihr noch mehr überraschen, dass das der einzige Tool ist, der mich in der Quarantäne unterhalten hat. Auf was wartest du? Schreib deine Träume auf. Und wenn du sie erreicht hast, vergiss nicht, deinem Bleistift zu danken. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, du konntest etwas über Bleistifte lernen.